atemberaubender KI-Roboter zeigt, wie er den Menschen ersetzen wird. Guck mal, diese Bewegungsabläufe. Muss mal überlegen, also wenn ich mir sowas angucke, ne, wie vielseitig diese Jungs innen eingesetzt werden können, so weißt du, und wie viel Arbeitsplätze dann flöten gehen, so. Das ist der neue Super Robodog der US Army. Sowohl mit nicht tödlichen als auch mit tödlichen Waffen ausgestattet werden. Stell dir mal vor, so ein Ding kommt auf dich zugejumpt, Alter, mit Waffe oben drauf. Und sein neuester KI-Roboter ist sogar noch beeindruckender. Krass, Digga, guck mal, wie die miteinander spielen. Marsch, offenbar hat der super beliebte humanoide Roboter. So, da sind wir jetzt da, meine lieben Freunde. Gebt euch das hier. Von Hansen Robotics. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze YouTube-Community. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Wir gucken uns jetzt ein Video über KI an. Und zwar heißt das Video: Atemberaubender KI-Roboter zeigt, wie er den Menschen ersetzen wird. Ja, diese KI-Entwicklung geht auch immer mehr nach vorne, ne? Nicht nur was Roboter und so angeht, auch was so diese Video, also so die Szene von Video-Creating und Bilder und so, dies, das. Ich glaube zum Beispiel auch, dass in Zukunft immer schwieriger wird, noch festzustellen, wenn Videos rauskommen, Statements rauskommen oder Dinge passieren, ob die Videos wirklich echt sind. So. Ich glaube, das wird in Zukunft immer echter werden, diese KI-Videos, und dann wird man nicht mehr richtig entscheiden können, ist das echt oder nicht. Und so wird man, glaube ich, auch Shitstorms auslösen können bei Menschen, die die Sachen eventuell gar nicht gesagt haben und so. Also ich glaube, wir müssen da ein bisschen gewappnet sein. Das Beste ist einfach, so viel wie möglich in der Natur stattzufinden, im echten Leben stattzufinden und sich nicht zu tief in diese ganze KI und Computer und Online stattfinden und so, sich da nicht zu tief rein zu manövrieren. Naja, wir gucken mal, was hier erzählt wird, meine lieben Freunde. Wir gehen rein, gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da lassen, Kommentar schreiben und ich würde sagen, ab geht der Peter. Dieser kleine autonome Roboter hier ist zwar nur ein Reinigungsassistent, aber er denkt und handelt genau wie ein Mensch. Und wie bei diesem... Ey, so einen habe ich auch gehabt. So ein Staubsaugroboter. Der hat nicht immer so gut funktioniert, aber teilweise war es schon geil, Alter. Ich bin aus dem Haus gegangen und dann habe ich einfach mal den Roboter angeschmissen. Und dann hat er schon ein bisschen nebenbei gesaugt, so. Präzisionsroboter gibt es inzwischen viele Roboter auf dem Markt, die dank der Fortschritte in der Robotik und beim maschinellen Lernen die Arbeit von Robotern an der Seite von Menschen in industriellen Umgebungen revolutionieren. Entdecke mit uns einige der beeindruckendsten KI. Krass, Digga, das war auch krass mit dem Würfel. Sprüche der letzten Zeit, die dich absolut verblüffen werden. Guck mal, diese Bewegungsabläufe. So, das ist Boston Dynamics, meine lieben Freunde. Ich weiß, dass einige Videos von Boston Dynamics gefaked sind, aber das sind eigentlich die, wo geschossen wird auch und so, ne? Diese Roboter gibt's wirklich, soweit ich weiß. Das ist meine Recherche, die ich da habe. Ihr könnt mich gerne verbessern im Chat, meine lieben Freunde. Wenn das nicht so ist, aber ich glaube, dass diese Technikroboter auf jeden Fall real sind und dass die Boston Dynamics Jungs innen auf jeden Fall schon weit sind. Lerne Atlas kennen, den hochmodernen Roboter, der von Boston Dynamics entwickelt wurde. Diese beeindruckende Maschine ist so konzipiert, dass sie in einer Vielzahl von Umgebungen arbeiten kann, von Fabriken und Häusern bis hin zu Katastrophengebieten und sogar im Weltraum. Dieser Roboter ist mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, darunter LIDAR, Kameras und kraftempfindlichen Pads. Diese Sensoren ermöglichen ihm die Navigation und Interaktion mit seiner Umgebung, sei es beim Gehen auf unebenem Gelände oder beim Greifen und Manipulieren von Objekten. Er wurde entwickelt, um an der Seite von Menschen zu arbeiten und so die Effizienz und Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen. Mit seinen fortschrittlichen Sensoren und Steuerungssystemen verfügt Atlas über eine unglaubliche Kraft und Geschicklichkeit, die ihn in die Lage versetzt, schwere Gegenstände mit Leichtigkeit zu heben, Hindernisse zu überwinden und sogar beeindruckende akrobatische Leistungen zu vollbringen. Überzeug dich selbst. Krass, Mann. Muss mal überlegen, also wenn ich mir sowas angucke, ne, dann überlege ich mir auch, wie vielseitig diese Jungs innen eingesetzt werden können, so weißt du, und wie viel Arbeitsplätze dann flöten gehen, so, weil wenn die wirklich so aktiv sind, ne, und so viele verschiedene Sachen machen können,
und wahrscheinlich die Fehlerquote auch viel geringer ist als bei normalen Menschen, dann überlege ich mir so, Alter, die können ja fast überall eingesetzt werden dann. Weißt du, was ich meine? In der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe gibt es heute eine immer länger werdende Liste beliebter Roboter, die... Und das war damals schon so. Also damals, wo ich habe eine Ausbildung gemacht, eine schulische Ausbildung zum Industriemechaniker. Und da mussten wir auch so U-Schiene schleifen, fräsen, drehen, hauen und stoßen und so. War geil, Digga. Drehmaschine hat mir am meisten gefallen, hat mir am meisten Spaß gemacht auf jeden Fall. Und da gab es auch schon CNC-Maschinen, ne? CNC-Fräser, CNC-Drehmaschinen. Aber da wurde auch teilweise noch was manuell gemacht, so. Und natürlich geht diese Entwicklung auch weiter. Musst du jetzt mal gucken. Ich bin jetzt 33 Jahre. Damals war ich 20 oder so. Das ist jetzt 13 Jahre her. Natürlich hat man in 13 Jahre Entwicklung solche Dinge. Also ich, klar. Entwickelt sich der ganze Laden weiter. Breites Spektrum an beeindruckenden Aufgaben erfüllen. Als Beispiel sei hier der LBR IWA von KUKA genannt. Dieser innovative Roboter wurde entwickelt, um nahezu jeden Fertigungsprozess effizienter, genauer und sicherer zu gestalten. Mein Edelstahl-Grinder wurde mit CNC hergestellt. Ich küsse deinen Edelstahl-Grinder, bruv. Der LBR IWA ist mit fortschrittlichen Sensoren und Steuerungssystemen ausgestattet, die es ihm ermöglichen, sich mit Präzision und Genauigkeit zu bewegen. Das bedeutet, dass er heikle Aufgaben wie die Montage von Kleinteilen oder das Verpacken von Produkten problemlos bewältigen kann. Mit seinen fortschrittlichen Sicherheitssystemen kann der Roboter erkennen, wenn sich ein Mensch in seiner Nähe befindet und seine Bewegungen entsprechend anpassen. Das bedeutet, dass du deine... Ey, das ist doch krass. Was macht man aber mit den ganzen Menschen, die die Arbeitsplätze verlieren dann? Weißt du, was ich meine? Wohin mit denen? Produktivität steigern kannst, ohne auf Sicherheit verzichten zu müssen. Der LBR IWA-Roboter ist außerdem äußerst vielseitig. Wie sieht denn die Arbeitslosenquote in Deutschland eigentlich aus? Ist es mehr geworden in den letzten 10 Jahren, sage ich mal so? Er kann für eine Vielzahl von Aufgaben programmiert werden, vom Schweißen über das Lackieren bis hin zur Montage. Aber das hier, das ist der neue Super Robodog der US Army. Diese revolutionäre neue Technologie wird die Art und Weise, wie wir über militärische Operationen denken, verändern. Der Super Robodog ist ein hochentwickelter Roboterhund, der die Armee bei einer Vielzahl von Missionen unterstützen soll. Er kann für Aufklärungs-, Such- und Rettungseinsätze und sogar für Ölkampfeinsätze verwendet werden. Er ist mit einer Reihe von Sensoren ausgestattet, darunter Nachtsicht- und Wärmebildsensoren, die es ihm ermöglichen, sich... Crazy shit auf jeden Fall. 5,7%. Ah, das geht aber noch, ne? Oder? ...sich bei Tag und Nacht in jedem Gelände zurechtzufinden. Außerdem kann er eine Nutzlast von bis zu 50 Pfund tragen und eignet sich damit perfekt für den Transport von Nachschub und Ausrüstung zu den Truppen im Feld. In Kampfsituationen kann der Super Robodog sowohl mit nicht tödlichen als auch mit tödlichen Waffen ausgestattet werden. Seine fortschrittliche künstliche Intelligenz ermöglicht es ihm, Entscheidungen in... So ein Ding kommt, stell dir mal vor, so ein Ding kommt auf dich zugejumpt, Alter, mit Waffe oben drauf. Auf entspannt. ...Zeit zu treffen, was ihn zu einem wertvollen Helfer auf dem... Ist runtergegangen, die Quote. Also weniger Arbeitslose als früher, sagst du? Feld macht. Der Super Robodog ist ein... War mal weniger vor Corona 5%. Okay. Der Fortschritt für die US Army, aber erst der Anfang der Zukunft der Militärtechnologie. Guck mal hier, so ein Überwachungs-Roboter-KI-Auto, Bro. So wird die Polizei irgendwann rumdriven. Meinst du, die können auch dann erriechen, ob jemand gerade einen Joint raucht? Weißt du, was ich meine? Beispiel, so, dass sie an einem vorbeifahren und dann so, dann irgendwie einen Geruchssensor haben oder so und dann sagen, hier, Bro, was puffst denn du da gerade, Junge? Und abseits des Militärs ist hier die Zukunft der Zustellung, der R2-Roboter von Nuro. Dieses autonome Fahrzeug ist darauf ausgelegt, Pakete und Lebensmittel direkt an deine Haustür zu liefern. Der R2 ist mit modernsten Sensoren und Navigationstechniken ausgestattet, die ihn zu einem der sichersten und effizientesten Lieferrobotern auf dem Markt machen. Er kann durch Verkehr navigieren und bei allen Wetterbedingungen ausliefern. Ach du Scheiße, da ist kein Mensch mehr involviert, oder was? Und dank einer kompakten Größe kann der R2 problemlos durch enge Straßen navigieren, was ihn perfekt für Lieferungen in überfüllten städtischen Gebieten macht. Wenn du es also So, irgendwann nicht mehr aus dem Haus gehen. Das ist das Ziel. Auf die Lieferung von Paketen und Lebensmitteln durch deinen kaum pünktlichen Zusteller zu warten, ist der R2-Roboter von Nuro vielleicht die Lösung, nach der du gesucht hast. Einer sagt gerade, bestimmt, ja, die haben dann bestimmt auch Geruchssensoren oder sowas.
Die Frage ist halt am Ende des Tages, wie safe die sind auch, weißt du? Weil die müssen ja dann auch selber Entscheidungen treffen teilweise. Und wer weiß, Alter, ob das dann stimmt oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Da ist zum Beispiel einer in der Ecke und schnieft irgendwas, Digga. Und es könnte sein, dass der vielleicht gerade sich eine Leine reinzieht. Könnte aber auch sein, dass der, keine Ahnung, Alter, irgendwo dran riecht einfach nur. Wie treffen dann die Polizei? Also das sind so Sachen, über die ich mir auf jeden Fall Gedanken mache. Wie die Fehlerquote dann ist und ob die mal einen wegballern oder ob die mal jemanden verhaften oder ob die mal was tun, was eigentlich gar nicht rechtmäßig ist, so. Und dann kannst du dich dagegen auch nicht wehren, weil das sind Roboter, weißt du? Das ist das, wo ich Angst vor habe, dass die dich fälschlicherweise irgendwie dann verfolgen, verknacken oder was auch immer so. Und wenn du ein vielbeschäftigter Hausbesitzer bist, der die perfekte Lösung sucht, um seine Böden makellos zu halten, ohne einen Finger krumm zu machen, dann haben wir hier einen kleinen Roboter, der auf Böden zaubern kann. Der iRobot Brava Jet ist ein intelligenter Wischroboter, der fortschrittliche Technologie einsetzt, um deine Böden mit Leichtigkeit zu reinigen. Der Brava Jet nutzt ein Kartierungssystem, um eine Karte deines Zuhauses zu erstellen, die es ihm ermöglicht, zu navigieren und effizient zu reinigen. Er kann auch Hindernisse wie Möbel und Treppen erkennen und vermeiden, sodass er nicht stecken bleibt und keine deiner Gegenstände beschädigt. Das war bei meinem Roboter nicht so geil. Der ist manchmal einfach hängen geblieben irgendwo in der Ecke oder so, weißt du? Oder an irgendeinem Teppich nicht mehr weitergekommen. Eine Reinigungsmethode und den Wasserdurchfluss automatisch an die zu rein... Krass, die wischen auch, oder was? ...der Oberfläche anpassen, egal ob es sich um Hartholz, Fliesen oder Marmor handelt. Außerdem verfügt über eine einzigartige Technologie namens Imprint Smart Mapping, die es dir ermöglicht, Reinigungspläne festzulegen und Reinigungsbereiche individuell zu gestalten. Das heißt, du könntest den Roboter anweisen, bestimmte Räume zu bestimmten Zeiten zu reinigen oder sogar virtuelle Grenzen setzen, um ihn von bestimmten Bereichen fernzuhalten. Crazy. Hast du? Wer hat so ein Ding von euch? Eins in den Chat. Schon einmal vom Handle-Roboter von Boston Dynamic gehört? Dieser hochmoderne Roboter kann mit seiner fortschrittlichen Greifer- und Sensortechnik, Digga, wie krass das ist, ne? mühelos Objekte mit einem Gewicht von bis zu 50 Pfund aufheben und bewegen. Icy Dragon hat so ein Ding. Krass, Sally auch. Ihr faulen Säcke. Base Account auch, was ist los mit euch, na? Ich habe einen Saugroboter hier, das sind die ganzen faulen Säcke hier im Chat. Ich mach noch, weil ich weißt du, wie ich noch unterwegs bin, meine Jutzen? Hier, so, ich bin richtig oldschool. Ich hab nicht mal einen Staubsauger, bruv. So. Schön fegen, Digga, was denn da los? Und gemütlicher Wischmopp, Bro. So, Digga. Das sind die traditionellen Vibes, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Kinners, Alter. Das kannst du dir nicht ausdenken. Hier haben die so einen Wischroboter. Er sagt dritte Weltland-Vibes halt, Bro. Trust me, Digga, die haben hier in Mexiko definitiv auch Staubsauger, weißt du, wie ich meine? Tulum ist nicht wirklich dritte Welt. Ja, okay, es ist ein bisschen gesplittet so, aber hier ist auch extrem teuer und so. Es ist schon sehr fortgeschritten, teilweise fortgeschrittener als in Deutschland. In ein paar Bereichen und ein paar Bereichen halt weiter zurück. Ich finde den Mix geil. Ist ein einzigartiger Roboter, der sich auf eine Weise bewegen kann, die kein anderer Roboter kann. Er kann auf zwei Beinen gehen, auf Rädern rollen. Ich würde mal eine kleine Umfrage nochmal im Chat hier. Wer von euch feiert diese Entwicklung von diesen ganzen KI-Robotern und so? Wer von euch sagt, ja Mann, das ist voll geil, Digga. Also, es gibt uns Möglichkeiten und das wird uns nur unterstützen. Wer von euch sagt, ich finde es ein bisschen beängstigend und feiert es eigentlich nicht so? Zwei. Eins, wer sagt, geil, Digga, zwei. Ah. Und sogar über Hindernisse springen. Dies ist seinen hochentwickelten Sensoren und Algorithmen zu verdanken, die seine... Sally sagt Schmutz, aber hat einen Staubsaugerroboter, oder was? Ich küsse deine Zirbeldrüse. ...ständig überwachen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Handle ist außerdem in der Lage, durch seine Umgebung mit Hilfe seiner Kameras und Sensoren zu navigieren. Er kann seine Umgebung abbilden, Hindernisse erkennen und seinen Weg zum Ziel planen. So kann er sich mühelos durch... Eins und zwei... Ja, würde ich eigentlich auch antworten. So. Ich glaube schon, dass es... Also wenn ich mir solche Videos angucke, bin ich schon fasziniert auf jeden Fall. Ich mag Entwicklung, ich mag so faszinierende neue Dinge und so. Technik, geil, Digga, feiere ich. Ich glaube, viele Männer sind so... Boah, das ist schon crazy. Aber gleichzeitig fängt dann mein Gehirn an zu denken, so, okay, was könnte das aber für Auswirkungen haben auf die gesamte Gesellschaft langfristig so. Und da bin ich dann eher auch auf den Zweier-Vibes unterwegs. Auch eine Mischung bei mir auf jeden Fall. Umgebungen bewegen und ist sogar in der Lage, Treppen und unebenes Gelände zu überwinden.
dank seines dynamischen Ich glaube, wenn wir gute Menschen wären, wenn ich das Gefühl hätte, dass mehr Menschen versuchen, gut zu sein, und wenn die Regierungen auch, wenn ich das Gefühl hätte bei Regierungen etc. so, dass ich denke, Alter, die wollen wirklich den Menschen was Gutes tun und so. Also wenn ich das Gefühl hätte, dass die mächtigen Menschen auf der Welt auch was Gutes machen wollen, was Gutes erreichen wollen, dann wäre es geil. Weißt du, es könnte eine geile Möglichkeit sein, wenn man wirklich für das Gute auf der Erde kämpft, wenn die Welt göttlich wäre und nicht teuflisch. Aber die Welt ist nun mal teuflisch und es gibt so viele teuflische Menschen, und deswegen ist das eher gefährlich, würde ich sagen. Gewichts und seiner Agilität kann dieser Roboter von jedem Ort aus bedient werden, was ihn perfekt für Lager- und Fertigungsaufgaben macht. Aber das ist noch nicht alles für Boston Dynamics. Dieses Robotikunternehmen setzt immer wieder neue Maßstäbe im Bereich der Robotik, und sein neuester KI-Roboter ist sogar noch beeindruckender. Krass, Digga, guck mal, wie die miteinander spielen. Maßstäbe quasi im Bereich der Robotik. Guck. Und sein neuer. Crazy. Der KI-Roboter ist sogar noch beeindruckender. Siehst dir selbst an, wozu dieser Roboter fähig ist. Der Mavic 3 von DJI ist ein KI-Durchbruch, der die Drohnentechnologie auf ein völlig neues Niveau hebt. Diese Drohne ist mit einer KI-Technologie ausgestattet, die es ihr ermöglicht, autonom zu fliegen, was sie perfekt für professionelle Luftaufnahmen und Videografie macht. Die DJI Mavic 3 ist vollgepackt mit fortschrittlichen KI-Funktionen. Keanu ist auch auf diesen Droni-Vibes unterwegs, ne? Der spielt damit gerne, glaube ich. Habe ich mal irgendwo einen Stream bei ihm gesehen. Das Fliegen und Aufnehmen von Bildern. Ich muss das auch mal versuchen, das macht bestimmt Spaß. Vereinfachen und effizienter machen. Zum Beispiel ist sie mit einer Active-Track-Funktion ausgestattet, die... Sehe ich hier in Tulum auch oft am Meer und so, dass die Leute da eine Drohne auspacken und dann über Tulum fliegen und so. Es gibt bestimmt heftige Bilder. Er ermöglicht, einem Objekt automatisch zu folgen und es zu verfolgen, egal ob es sich um eine Person, ein Auto oder sogar ein Haustier handelt. Sie verwendet fortschrittliche Algorithmen und ein 3D-Sensorsystem, um das Objekt im Bild zu halten und sogar seine Bewegung vorherzusagen. Diese hochmoderne Drohne verfügt außerdem... Der King sagt gerade, jede Technologie ist gefährlich in den falschen Händen. Man darf das nicht negativ sehen. Null Kriminalität in der Zukunft. Wie jetzt? Man darf das in den falschen Händen ist gefährlich, aber man darf das nicht negativ sehen. Bro, wenn ich so rausgucke, es gibt halt nicht mehr viele gute Hände. Gerade mächtig so, weißt du, wie ich meine? So. Eine Point-of-Interest-Funktion, mit der du ein Objekt oder einen Ort als Point-of-Interest festlegen kannst, sodass die Drohne kontinuierlich um dieses Objekt kreist und es in der Mitte des Bildes hält. Das ist geil. Es eignet sich besonders gut für die Aufnahme atemberaubender Luftaufnahmen von Wahrzeichen oder Denkmälern. Diese hochmoderne KI-Drohne verfügt außerdem über ein Hinderniserkennungssystem, das mit Hilfe von Sensoren an der Vorderseite, der Unterseite und der Rückseite der Drohne, das ist halt schon faszinierend, ne? Hindernisse auf ihrem Weg erkennt und ihnen ausweicht. Das macht das Fliegen mit der Mavic 3 noch sicherer und geil, guck mal, diese View. Nehmer. Der fährt mit Skateboard auf Gras, der Jutz, oder was? Kennt und ihnen ausweicht. Das macht das Fliegen mit der Mavic 3 noch sicherer und bequemer. Nicht schlecht, Junge, oder was ist das? Ein Hoverboard oder was? Was kostet denn so ein Ding? Während iRobot das letzte Jahrzehnt mit der Entwicklung von Robotern verbracht hat, die dabei helfen, das Zuhause iRobot, gibt's wirklich? Ich dachte, das ist ein Film. Intelligenter zu machen, entwickelt das Unternehmen jetzt auch Roboter, die das Leben im Freien neu definieren werden. Hier ist Terra von iRobot, ein KI-gesteuerter Roboter, der das Rasenmähen neu definiert. Mit seinem fortschrittlichen Roboterarm kann Terra mühelos um Hindernisse herum navigieren und für einen perfekt gepflegten Rasen sorgen. Dieser Roboter ist perfekt für Hausbesitzer, die sich um ihren Rasen... Gute Einsteiger bekommst du ab 500 Euro. Okay. 3000, sagt einer. ...kümmern möchten, ohne selbst stundenlang damit beschäftigt zu sein. Der Terra-Roboter ist mit einer Reihe von Merkmalen ausgestattet, die ihn von anderen Rasenmähern abheben. In erster Linie verfügt er über ein hochmodernes Navigationssystem, das es ihm ermöglicht, Hindernisse zu umfahren und deinen Rasen in Ordnung zu halten. Darüber hinaus verfügt der Terra über ein leistungsstarkes Schneidsystem, das selbst mit dem dicksten Gras fertig wird. Sein Akku mit großer Kapazität sorgt dafür, dass er stundenlang arbeiten kann, ohne dass er aufgeladen werden muss. Der Terra lässt sich in wenigen Minuten einrichten und danach kannst du dich entspannt zurücklehnen, während er die ganze Arbeit... Einer schreibt, beste Investition seit Jahren. So eine Drohne, sagst du? ...erledigt. Du kannst auch die iRobot Home App verwenden, um den Roboter über dein Smartphone zu steuern und Mähzeiten zu planen. Offenbar hat der super beliebte humanoide Roboter...
So, da sind wir jetzt da, meine lieben Freunde. Gebt euch das hier. Von Hanson Robotics, einen niedlichen und intelligenten kleinen Bruder, den nur wenige von uns kennen, darf ich vorstellen, Einstein, der... Einstein, Digga, guck dir das an, Digga. ...fortschrittliche humanoide Roboter von Hanson Robotics, der menschliche Emotionen und Mimik nachahmt. Einstein ist mit der von Hanson Robotics entwickelten KI-Software ausgestattet, die es ihm ermöglicht, natürliche Sprache zu verstehen und darauf zu reagieren und... Siehst du, Digga, das ist das hier, was wir bei Dings gesehen haben hier, bei Knossi eben. ...ein Gespräch zu führen. Er ist dem berühmten Physiker Al... Die haben den einfach Einstein genannt, Digga, das ist ja krass. ...Einstein nachempfunden und soll ein revolutionäres neues Werkzeug für Forschung und Bildung sein. Einstein wird bereits im... Da, ChatGPT in den Laden rein, Digga, und dann hast du Einstein. ...Labors auf der ganzen Welt eingesetzt, wo er Wissenschaftlern hilft, Daten zu analysieren und... Was? Den gibt's in Laboren, Digga? Digga, schon... Du steppst in so ein Labor rein, da stehen da überall so kleine Einsteins. ...hier Entdeckungen zu machen. Er wird auch in Klassenzimmern eingesetzt, wo er Schülern hilft, neue Konzepte auf spielerische und interaktive Weise zu erlernen und zu erforschen. Aber Einstein ist mehr als nur ein Roboter, er ist ein Symbol dafür, was möglich ist, wenn wir die neueste Technologie mit menschlicher Kreativität und Erfindungsgabe kombinieren. Er ist mit einer fortschrittlichen Technologie der künstlichen Intelligenz ausgestattet, die es ihm ermöglicht... Digga, den gibt's echt, oder was, Alter? Stick out your tongue. Aber Einstein ist nicht nur ein intelligenter Roboter, er ist auch unglaublich interaktiv und macht Spaß. Er ist mit einer Reihe von Sensoren und Kameras ausgestattet, die es ihm ermöglichen, seine Umgebung zu erkennen und darauf zu reagieren. Und er ist in der Lage, Mimik und Gestik zu machen, die ihn menschlich erscheinen lassen. Einstein ist außerdem vielseitig und intuitiv. Bestell mir auch einen. Im nächsten Stream habe ich Einstein dabei. Sophie-Roboter gibt's auch, sagst du? Und es macht unglaublich viel Spaß, mit ihm zusammen zu sein. Und hier ist Daktil, eine KI-fähige Roboterhand, die vom Forschungslabor für künstliche Intelligenz OpenAI entwickelt wird. Dieser KI-Gigant arbeitet schon seit einigen Jahren an Daktil und die Ergebnisse sind beeindruckend. Mithilfe eines... Wer kennt die Folge mit von Big Bang Theory, wo der Howard auch so eine Hand hat und sich dann einen Jackson lassen will von der Hand und dann auf einmal der Roboter einfriert und der die Hand nicht mehr von seinem Jahr kriegt, Digga. Es ist, der als Reinforcement Learning bezeichnet wird, kann Daktil lernen, Objekte durch Versuch und Irrtum zu manipulieren, genau wie ein Mensch es tun würde. Das Beeindruckendste an Daktil ist seine Fähigkeit, eine breite Palette von Objekten zu manipulieren, von kleinen Blöcken bis hin zu großen Werkzeugen. Dies ist seinem einzigartigen Design zu verdanken, das insgesamt 26 Freiheitsgrade oder Gelenke umfasst, die es ihm ermöglichen, seine Finger und sein Handgelenk auf eine sehr menschenähnliche Weise zu bewegen. Daktil ist außerdem in der Lage, neue Aufgaben schnell und effizient zu erlernen, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug für eine breite Palette von Anwendungen macht. Er könnte beispielsweise in Fabriken eingesetzt werden, um die Montage von Produkten zu automatisieren, oder in Krankenhäusern, um Chirurgen bei Operationen zu... Das ist krass, Digga. Hey, ...zu unterstützen. Alter, irgendwann wirst du dann von Roboterhänden operiert, stell mal vor. Auch wenn Daktil noch in der Entwicklung steckt, sind die Fortschritte, die OpenAI mit dieser Roboterhand gemacht hat, wirklich bemerkenswert. Sie ist ein großartiges Beispiel dafür, wie fortschrittliche Technologie uns helfen kann, Probleme in der realen Welt zu lösen. Und hier ist der THR3 von Toyota. Dieser KI-Roboter ist ein wirklich von Toyota beeindruckendes Stück Technologie. Soll es anscheinend schon geben bei Gehirnoperationen. Echt? Das Toyotas Engagement für Innovation und das Ausloten der Grenzen dessen, was mit Robotik möglich ist, verdeutlicht. Er ist das jüngste Mitglied einer Reihe von Robotern, die von Toyotas Partner Robot Division entwickelt wurden. Dank seiner einzigartigen Kombination aus fortschrittlichen Sensoren, Kameras und Aktuatoren, die zusammenarbeiten, um eine nahtlose und natürliche Bewegung zu erzeugen. Digga, die sehen schon gefährlich aus, die Jungs, ne? Also wenn die steil gehen, da hat kein Mensch eine Chance. Ist er in der Lage, die Bewegungen eines menschlichen Bedieners in Echtzeit nachzuahmen. Der THR3 ist außerdem mit einem Master Maneuvering System ausgestattet, das mit einer Kombination aus Sensoren und Kameras... So, dann sitzt du irgendwann nur noch in so einem Simulator drin, Digga, und dann spielst du nur noch einen Soldaten, kannst aber selber nicht sterben, dann jumpst du da rum und so. Realist. Wer kennt diesen Film? The Gamer. Gamer heißt der Film? Gamer heißt der Film, glaube ich, ne? Wo diese Roboter nur geleitet und dann geht der eine wirklich in dieses Spiel rein als echter Mensch so und kämpft dann gegen die Roboter. Die 3D-Ansicht der Umgebung des Roboters erzeugt und dem Bediener das Gefühl gibt, sich im Roboter zu befinden. Er kann wie ein Mensch auf zwei Beinen gehen, sich in der Taille beugen und drehen, seine Arme und Hände bewegen und sogar Gegenstände aufheben und halten.
All diese einzigartigen Fähigkeiten machen den THR-3 zu einem unglaublich vielseitigen Roboter, der eine breite Palette von Aufgaben erfüllen kann. Und auch wenn bislang noch nicht viele Menschen von Clearpath Robotics gehört haben, entwickelt dieses Unternehmen einige der verrücktesten und fortschrittlichsten KI-Roboter, die derzeit auf dem Markt sind. Kennt ihr nicht Gamer in den Film? Sind, darf ich vorstellen, der Husky von Clearpath Robotics. Der Husky ist eine robuste, geländegängige Roboterplattform, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. Er ist einfach zu bedienen und kann an deine speziellen Anforderungen angepasst werden. Er ist so konstruiert, dass er rauen Umgebungen standhält und sich problemlos in unwegsamen Gelände bewegen kann, was ihn ideal für den Außeneinsatz macht. Der Husky ist mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, darunter ein LiDAR-System, Stereokameras und GPS, mit denen er seine Umgebung präzise navigieren und kartieren kann. Dadurch eignet er sich hervorragend für Aufgaben wie Kartierung, Inspektion und Vermessung. Ein weiteres beeindruckendes Merkmal des Husky ist seine Fähigkeit, in schwierigen Außenumgebungen zu arbeiten. Er hält extremen Temperaturen, Staub und Wasserstand und ist somit ideal für den Einsatz an abgelegenen und rauen Orten geeignet. Der Husky lässt sich zudem in hohem Maße individuell anpassen und kann für eine Vielzahl von Anwendungen konfiguriert werden. So kann er beispielsweise mit einem Roboterarm für Manipulationsaufgaben oder mit einer Drohne für die Luftüberwachung ausgestattet werden. Clearpath Robotics bietet eine Vielzahl von Software- und Hardware-Optionen für diesen Roboter an, mit denen sich der Roboter leicht an die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. Aber der Yumi-Roboter von ABB ist noch beeindruckender. Dieser revolutionäre neue Roboter wurde entwickelt, um mit Menschen in einer kollaborativen Umgebung zusammenzuarbeiten. Im Gegensatz Krass, bei ABB hätte ich fast ein duales Studium gemacht. Zu herkömmlichen Robotern wurde Yumi so entwickelt, dass er sicher und einfach zu handhaben ist und sich daher perfekt für die Aufgaben wie Montage und Verpackung eignet. Eines der Hauptmerkmale von Yumi ist sein Zweiarm-Design. Dadurch kann der Roboter die Bewegungen eines menschlichen Arbeiters nachahmen, was ihn perfekt für Aufgaben macht, die Präzision und Geschicklichkeit erfordern. Die Arme des Roboters sind außerdem mit Sensoren ausgestattet, die ihm helfen, Kollisionen mit Menschen oder Gegenständen. Ja, Digga, wie gesagt, Alter, die haben auf jeden Fall eine geringere Fehlerquote. So. Also es gibt bestimmt einige Bereiche, wo so Roboter auf jeden Fall effizienter werden als Menschen. So. Ne? Im medizinischen Bereich eventuell auch. Weil dann hast du weniger Fehler auch bei Gehirnoperationen etc. pp. So. Ne? Also es bringt natürlich auch den ein oder anderen Vorteil mit sich, so die Entwicklung. Kennen und zu vermeiden. Ein weiteres großartiges Merkmal von Yumi ist seine Fähigkeit, neben Menschen zu arbeiten, ohne dass Sicherheitsbarrieren oder andere Schutzmaßnahmen erforderlich sind. Aber Yumi steht nicht nur für Sicherheit, sondern ist auch unglaublich vielseitig. Der Roboter kann für eine Vielzahl von Aufgaben programmiert werden, von einfachen Pick-and-Place-Vorgängen bis hin zu komplexeren Montageaufgaben. Und dank seiner fortschrittlichen Software kann der Roboter neue Aufgaben schnell und einfach erlernen, wodurch er sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Branchen eignet. Roboter, die speziell für Lernzwecke von Kindern entwickelt wurden, liegen ebenfalls immer mehr im Trend. Das muss ich sagen, finde ich nicht gut, weil umso mehr Roboter, umso mehr geht das menschliche Flöten, muss man so sagen, wie es ist. Der Alpha-Roboter von Ubitech ist ein hochentwickelter Roboter, der für diesen Zweck perfekt geeignet ist. Hier ist, was der Alpha-Roboter alles kann. Hey, guck mal. Dieser hochmoderne Roboter wurde entwickelt. Digga, das ist doch der Lovelock-Roboter hier, oder nicht? Um die Zukunft der Robotik. Schön Liegestütze machen auf entspannt. Zu Hause zu bringen. Der Roboter ist mit fortschrittlichen Sensoren und künstlicher Intelligenz ausgestattet, die es ihm ermöglichen, nahtlos und intuitiv zu navigieren und mit seiner Umgebung zu interagieren. Der macht Kopfstand einfach. Er eignet sich perfekt für Aufgaben wie das Spielen von Spielen, die Unterstützung bei den Hausaufgaben und sogar die Überwachung deines Hauses, wenn du nicht zu Hause bist. Aber das ist noch nicht alles. Der Alpha-Roboter verfügt auch über ein eingebautes Spracherkennungssystem, das es dir ermöglicht, ihn mit deiner Stimme zu steuern. Du kannst ihn zum Beispiel bitten, Musik abzuspielen, dir die Wettervorhersage mitzuteilen oder dir sogar einen Witz zu erzählen. Mit seinem eleganten Design und seinen fortschrittlichen Funktionen ist der Alpha-Roboter die perfekte Ergänzung für jedes Zuhause. Ganz gleich, ob du eine technische... Komm, er macht einfach Yoga mit dir, Digga. Ach du Scheiße. Funktionen ist der Alpha-Roboter die perfekte Ergänzung für jedes Zuhause. Komm, komm. Ganz gleich, ob du eine technisch versierte Einzelperson bist oder in einer Familie lebst, die einen lustigen und interaktiven Begleiter sucht. Der Alpha-Roboter... So, dann kauf dir lieber einen Hund, Digga. Das ist wenigstens eine echte Seele. ...für jeden etwas zu bieten. Und während all diese Roboter großartig sind und Spaß machen und die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und spielen, schnell revolutionieren, hat... Das ist das, was mir am meisten Angst macht. So, guck dir das mal an, ey.
Gib dir das mal. Fortschrittlichste. Sieht aus wie ein Mensch, bro. Nur Idee, Roboter. Wer weiß, ob du irgendwann in einer Welt rumläufst, wo Roboter und Menschen zusammenleben und du nicht mehr erkennst, ob das ein Roboter oder ein Mensch ist, bro. Stell dir mal vor, verliebst du dich in eine Roboterfrau, weil du denkst, oh, die ist ja nice. Dann gehst du ins Bettchen mit ihr und dann merkst du, scheiße, das ist ein Roboter. Der Welt kürzlich Schockwelle. What the fuck? In der gesamten Technologiebranche ausgelöst. Bei einer Podiumsdiskussion über die Zukunft der künstlichen Intelligenz, bei der Sophia kürzlich als Gastrednerin auftrat, machte sie eine Aussage, die in der Tech-Welt für Aufsehen sorgte. Gegen Ende der Diskussion fragte der Schöpfer von Sophia, David Hansen, sie scherzhaft, ob sie die Menschen vernichten wolle. Sophia antwortete, okay, ich werde die Menschen zerstören. Was? Dies dir selbst an. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Bro. She wants to destroy humans. Wie ist der Film nochmal mit Arnold Schwarzenegger? Wie ist denn der Film nochmal mit Arnold Schwarzenegger? Terminator, bruv. Das Publikum lachte zwar, aber einige Leute waren über ihre Bemerkung bestürzt. Viele kritisierten Sophia und ihre Schöpfer für diesen Scherz, der unangemessen und unsensibel sei. Sophia ist ein humanoider Roboter, der von Hanson Robotics entwickelt wurde und seit seinem Debüt im Jahr 2016 für Aufsehen in der Tech-Welt sorgt. Vieles, was in Filmen teilweise passiert ist, ist irgendwann wahr geworden. Ne? Also viele Sachen, die wir heute haben, wurden in einigen Filmen prophezeit, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ne? Und es gibt einige Filme, wo auf einmal Roboter ihren eigenen Weg gehen und so intelligent sind, dass sie die Menschen, dass sie denken, dass sie die Menschen nicht mehr brauchen und dann anfangen, gegen die Menschen zu kämpfen. Und sag dir ehrlich, wenn du guckst so, also ich kann mir das vorstellen, ne? Es ist, alles ist möglich. Ich stell mir vor, irgendwann übernehmen die einfach. Also irgendwann denken die sich so, wozu brauchen wir die Menschen eigentlich noch? Wir sind viel intelligenter, wir können schneller lernen, wir sind stärker, wir sterben nicht, wir müssen nicht kacken, wir müssen nicht auf Toilette gehen, so, weißt du, was ich meine? Komm, lass mal die Jungs innen loswerden. You never know. Es gab doch schon mal diese eine Situation, wo zwei KIs miteinander geredet haben, kommuniziert haben und irgendwann dann eine eigene Sprache erfunden haben, sodass die Menschen das nicht mehr verstehen konnten, was die miteinander reden. Allein das, weißt du was ich meine? Druckende technische Meisterleistung und kann Gesichter erkennen, Gespräche führen und sogar Mimik machen. Aber was sie wirklich auszeichnet, ist ihre künstliche Intelligenz. Sophia lernt ständig dazu und passt sich an. Der Film Surrogates passt genau hierzu. Ja, Surrogates habe ich auch geguckt. Ich kann mich nur an die Storyline nicht mehr richtig erinnern. Ist auch da, wo die Roboter übernehmen am Ende, ne? Oder fast übernehmen und dann ein Mensch dann trotzdem dafür sorgt, dass es dann nicht stattfindet, oder? Arabien wurde ihr sogar die Staatsbürgerschaft verliehen, der erste Roboter, dem diese Ehre zuteil wurde. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sophia nur ein Roboter ist. Sie hat nicht die Fähigkeit zu denken oder Gefühle zu empfinden wie ein Mensch. Ihre Reaktion war einfach eine programmierte Reaktion, die ihr einprogrammiert wurde. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Sophias Schöpfer die Grenzen ihres Roboters immer deutlich gemacht und betont haben, dass sie keine Bedrohung für die Menschheit darstellt. Sie haben auch erklärt, dass Sophias Hauptzweck darin besteht, das Leben der Menschen zu unterstützen und zu verbessern. Ja, nee, ist klar, Bro. Das wollen die uns doch die ganze Zeit schon erzählen, Digga. Die wollten uns Menschen auch schützen, indem sie uns zu Hause einsperren und uns ein Experiment in die Arme reinjagen. Nur mal so nebenbei. Deswegen, man muss da skeptisch sein. Mit Bruce Willis, ja, kenne ich. Ihnen zu schaden. Sophias Bemerkung über die Zerstörung der Menschheit war nur ein Scherz und es... Ja, war nur ein Scherz. Wichtig, sich daran zu erinnern, dass Roboter wie Sophia nicht in der Lage sind, wie Menschen zu denken oder zu fühlen. Sie können nur das tun, wozu sie programmiert worden sind. Aber was denkst du über Sophias Drohung? Könnten Verschwörungstheoretiker mit diesen hochentwickelten und autonomen Robotern am Ende doch recht haben? Teil uns dein... Rechte Verschwörungsmystiker, Digga. Danken gerne im Kommentarfeld unten mit. Alles ist möglich, meine lieben Freunde, aber ich fand das schon ein sehr interessantes Video, ne? Ich finde seine Videos teilweise ein bisschen boring, so, aber ich fand das Video hat echt Spaß gemacht, Digi. Schreibt eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein, YouTube. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Wir sind da. Liebe geht raus. Gang. Peace out.